Es ist natürlich immer die Diskussion, dass jeder sagt, ja, Hybrid können wir bauen, aber ist schwer und ist teuer. Und wenn es teuer ist, kauft es keiner. Mhm. Und unser Ziel war es von Anfang an, eine Technik auf den Markt zu bringen, die sehr wenig Treibstoff verbraucht, aber eben auch zu bezahlbaren Preisen vom Endkunden akzeptiert wird. Und wir erleben jetzt über die verschiedenen Modelle, da haben wir bei Lexus bis zu 80, fast 90% wie man so schön sagt, im Englischen Take Rate, also die der Verkaufsanteil der Hybriden, ist etwa so zwischen 35% und 90%, je nachdem, was wir für ein Modell haben. Mhm. Und das zeigt, dass dieser Antrieb akzeptiert ist und er angekommen ist in der Welt.